herzlich willkommen zu einem neuen Video von der Essen Motor Show. Ich habe noch keine Ahnung, in welcher Reihenfolge diese Videos kommen. Ein Video ist allerdings schon online und an dieser Stelle wollte ich mich einmal kurz dafür entschuldigen, dass im letzten Video etwas schief gelaufen ist. Und zwar war leider die Batterien von unserem Rekorder leer. Das heißt, wir mussten den Ton von der Kamera nehmen und da ist es einfach am besten, wenn ich nah an der Kamera bleibe zum Reden. Und deswegen konnten die Jungs nicht so genau aufs Auto immer filmen. Und später im Schnitt ist dann dazu gekommen, dass einfach jede Menge Inserts nicht genutzt wurden oder fehlten. Deswegen sorry dafür. Los geht's heute in der Halle 3. Die Halle 3 von der Essen Motor Show ist für mich so die, ich sag mal, die hochwertigste Halle. Das heißt, auch was hier an Standbau betrieben wird, ist immer am aufwendigsten. Ja, ich würde sagen, wir gucken einfach mal ein bisschen durch die Halle, was hier so geht. Krass, wie schnell sich jetzt dieser Aerodist jetzt dann doch so etabliert haben mit der Zeit, ne? Wie findest du es optisch? Ehrlich gesagt finde ich es nicht so cool. Echt? Ja, ich weiß. Das ist irgendwie gar nicht so. Müssen wir rauspiepen. Nein, Spaß, jeder kann seine eigene Meinung haben. Ich fand es auch erst nicht so geil, aber. Welchen Sinn hat das genau? Also was bringt das? Ist reine Aerodynamik. Das ist einfach die Luft, die an dem Auto vorbeigeht. Ja. Wird logischerweise in der Felge einmal wieder verwirbelt. Ja. Also beim Austreten verwirbelt und erzeugt hier Verwirbelung. Und je gerader, je glatter das Rad ist, je besser kann die Luft dran vorbeiziehen. Idealerweise wie beim Citroën, dass hinten das Radhaus einfach zu ist. Ah, stimmt. Das wäre das Allerbeste. Ja. So, jetzt haben die natürlich aber noch das Problem, gerade bei den Autos müssen natürlich mit Thema Bremsbelüftung auch noch gucken. Also kannst das Rad nicht komplett zumachen, weil die Luft von der Bremsenkühlung geht aus der Felge wieder raus. Also die Luft geht in einer Radnabe durch die Bremsscheibe aus der Felge wieder raus. Das heißt, würde man das komplett zumachen, kann die ganze warme Luft von der Bremse rein. Aber es sieht natürlich auch krass aus, ne? Goldene Felge, gelber Sattel, grüner Belag. Das ist schon eine bunte Mischung, das stimmt. Als wir damals im Werk waren, da war das noch nicht ganz spruchreif, aber das ist jetzt die Version mit Straßenzulassung. Aber nicht der hier, oder? Doch, doch. Ehrlich? Dezent ist die Nummer 3, würde ich sagen. Ich glaube, wir müssen irgendwie aufstocken. Was ich als allererstes krass finde, ist, wie, ich würde behaupten, das ist ein Lambo-Lack. Das sieht 1:1 aus wie das Gelb, wie ich meine Bremssättel in Lambo lackiert habe. Ist so ein krasses Perlmutt drin. Aber krass, wie glatt die Carbon-Teile bekommen haben, ne? Wisst ihr, wie glatt dieser Lack ist? Ja. Ist schon krass. Sieht man auch an der Radreifenkombination sofort, dass das halt mit. Da haben sie doch einiges dran geändert, sehe ich, weil die Bremsanlage ist ja so normal auf den GTX auch nicht drauf. Die GTX haben ja normalerweise eine richtige AP-Anlage. Das sieht nach R8 vorne aus und R8 hinten. Ist das der mit Straßenzulassung? Genau, ja. Der hat Straßenzulassung, so wie er da steht. Und der ist auch so, wie er da steht, relativ ähnlich zu dem GTX, dem Rennauto. Das ist ja der GTX-R. Mhm. Und so wie er da steht, ist er sehr ähnlich zum Rennauto, der hat so Straßenzulassung. Weil ich war vor, ich würde mal tippen, anderthalb Jahren bei euch im Werk, beziehungsweise bei KTM im Werk. Ja. Da war das noch nicht ganz spruchreif, dass der auch für die Straße kommen soll. Ja, gut, letztes Jahr, ja. Aber ich sehe doch schon ein paar Änderungen. Also sieht immer noch krass und geil aus, aber was mir als erstes auffällt, Bremsanlage vorliegen. Ja. Da ist ja sonst so mehr so AP Racing drauf. Genau, aber für den Straßenverkehr halt nicht sonderlich sinnvoll. Mhm. Also, zu krass. Ja, also das ist zwar ausgelegt auf Track Performance, aber man muss immer noch bedenken, dass das Auto ja noch im Straßenverkehr bewegt wird. Auch der Verschleiß ist halt ein anderer. Mhm. Was ist sonst noch alles anders gegenüber dem Rennauto? Also wir haben erstmal andere Sitze, komplett andere Sitzschalen. Beim normalen Straßenauto ist es ein Recaro-Vollschalensitz, hier jetzt nicht. Wir haben dann normalerweise einen Überrollkäfig, der hier drüber geht. Den haben wir jetzt aber weggelassen, weil es ist einfach zu schwierig zum Einsteigen sonst. Ah, stimmt. Ja, weil der hat ja normal hatte die Aufnahmepunkte, der kommt hier raus. Und dann geht der wieder rein. Da war ja auch diese Reglement-Sache, ne? Dass ihr den Käfig irgendwie fürs Reglement brauchtet in der Klasse, wo ihr gefahren seid. Genau, oder so, ne? Ja. Genau, für die Homologation. Dann eben sieht man relativ viele Audi-Elemente, auch noch wie die Lüftungsdüsen. Und der Motor ist ja auch der 2,5 Liter 5-Zylinder, wie beim R3 oder SQ3 TTRS. Der hat ein anderes Mapping halt drauf, weil mehr Leistung. Ach, die elektrische Handbremse ist ja geil. Genau, die kommt auch einem bekannt vor. Der Start noch auch. Mit dem großen Hebel in der Mitte öffnest du quasi das Kanopy. Das geht jetzt aber elektrisch auf und zu und nicht wie beim Rennauto mit der Hand. Also das öffnet sich quasi zum Beispiel im Elektromotor. Hier haben wir halt normale Lichtelemente, aber hier ist eine Dock-In-Station für dein Handy. Und da wir ja kein normales Multimedia-Interface haben wie beim normalen Auto, dass du da ein Dashboard hast, also klar, wir haben ein Dashboard hier drin, aber wir haben ja kein klassisches Radio, Navigation. Dann schließt du dein Handy davon an und dann koppelt sich das mit dem Auto automatisch und steuerst das quasi über dein Handy. Wir haben jetzt auch hier Lautsprecher drin,
dass mir immer noch so ein bisschen, also klar, es ist auch ein Blick auf Track-Performance, aber so ein bisschen Komfort mögen die Kunden halt dann doch. Diese Schale ist bei dem normalen nicht drin, da sitzt man direkt im Monocoque, ne? Bei dem GTX oder ist da beim GTX hat es halt Beifahrer ja gar nichts. Beim Rennauto und da hat man halt eine Vollschale drin. Also Der hat noch die Kopfstützen dran und alles. Okay. Und der hat hier drin auch viel mehr Stützung und der hat auch keine Polsterung. Also klar, der hat eine Polsterung, aber das ist so ein dünnes Stoffpolster. Also das ist halt ein Rennauto dann. Was für ein Getriebe ist da verbaut? Ist da auch dieses sequentielle Renngetriebe oder ist hier irgendwie ein DSG mehr reingewandert? DSG ist hier drin. Okay. Ja, geil. Für die Straßenbrücke halt eben. Sind die schon bestellbar und lieferbar oder wie ist da der aktuelle Stand? Die sind aktuell bestellbar. Die ersten Auslieferungen beginnen nächstes Jahr. Aktuell ist die Liste auch relativ voll von den Bestellungen, muss man sagen. Wenn man jetzt einen bestellt, könnte ich dir nicht genau sagen, wann du den ausgeliefert bekommst. Also, ich glaube, ein Jahr oder so, ne? Ja, so ungefähr in dem Zeitraum bewegen wir uns. Also es kann sein, dass es nächstes Jahr noch klappt, aber die Liste ist relativ voll. Kostet? Netto 290 aktuell. Netto 290? Ja. Oh. Es gibt noch ein paar Sachen, die man halt extra machen kann. Beispiel eine Liftachse, dass man halt ein bisschen mehr Komfort hat im Straßenverkehr. Klar, netto 2,90 ist natürlich viel Geld, aber ist natürlich optisch auch eher ein Auto, was auch schnell im Mio eigentlich kosten kann, ne? So, wenn man so davor steht. Also was halt ganz cool ist, ich weiß nicht, ob du das schon mal gesehen hast, wir haben ja hier Vollcarbon. Hier das ist natürlich mit Klarlack oder beziehungsweise jetzt hier mit Folie, aber hier drunter ist ja auch Carbon. Krass lackiert auch, also man sieht es echt genau, wenig. Also es ist jetzt mit 3 Schichten lackiert, dass es halt nicht durchsiehst. Wir können aber auch einstellen, wie viel Carbon du durch den Lack sehen möchtest. Ich habe da hinten noch Modelle liegen, falls du das mal angucken möchtest. Du kannst genau in Prozentzahlen einstellen, wie viel Carbon möchte ich durchsehen. Und auch, das wirkt dann halt immer anders, je nachdem wie die Sonne steht, wie das Licht steht. Das ist schon ganz cool. Eine letzte Frage. Wenn ich mit diesem Auto auf den Track will, ist aber schon noch so viel gleich zum GTX, dass ich auch hier einfach Slicks drauf stecke und los geht's. Ja. Das ist kein Problem. Ja. Ja. Vielen, vielen Dank für die Infos. Jetzt ziehen wir weiter. Hier haben wir komplett Carbon, so wie es beim Rennauto auch aussieht, unlackiert. Da haben wir dann Klarlack drüber und hier haben wir die einzelnen Prozentabstufungen. Hier das zum Beispiel wäre jetzt so, wie er vorne steht. Da sieht man ja gar kein Carbon mehr. Und das sind halt die einzelnen Prozentgrade. Das ist relativ cool. Und wir haben auch hier so einen leichten, mit dem Licht wirkt das halt immer anders. Also ganz cool gemacht. Ich bin ja eigentlich hier Typ Sichtcarbon mit Klarlack. Ja. Aber auf dem Crossbow, auf KTM, finde ich es tatsächlich matt geiler. Ja gut, dann hast du halt nochmal den Race Look. Ich weiß auch nicht warum, aber Bei dem Rennauto ist es ja auch so, dass es kein Klarlack drüber ist. Jetzt haben wir ja Klarlack drüber. Hinten beim Diffusor sieht man das am besten, weil sonst hast du ja immer so ein bisschen halt wie Carbon verarbeitet. Da hast du ein paar Späne und das sieht halt ein bisschen rustikal aus, aber es ist cool. Weil ich habe auch einen von den ersten. Ja. Und es gibt ein paar im Internet immer, wo das Monocoque auch in glänzend lackiert ist. Und ich finde, es sieht bei dem Auto tatsächlich immer so ein bisschen kirmesmäßig aus. Ich weiß nicht, es passt irgendwie nicht, weil es ist halt ein Rennauto. Ja. Rennauto. Ja. Da finde ich einfach das Matte immer geil zu. Okay, hier sieht man das jetzt ganz leicht, wie dieser Grünstich so ganz leicht durchkommt. Genau. Aber auch das ist auch eine Geschmacksfrage, ne? Ich zum Beispiel würde glaube ich, das hier am coolsten finden. Das ist halt extrem aufwendig, das dann so zu lackieren, dass man gar nichts mehr durchsieht. Kann man sich die Federfarbe auch suchen? Ja. Echt? Ja, auf die Kämpfe. Ach krass, geht mittlerweile alles. Ja. Also das Thema Individualisierung bei euch auch definitiv. Farblich kannst du dir an das Auto jede Farbe machen, die es auf der Welt gibt. Du hast eine Farbpalette und du kannst dir das komplett zusammenstellen, wie du es aus anderen Konfiguratoren kennst. Aber du kannst dir halt jede Farbe holen, die es gibt auf der Welt. Du kannst halt dann, je nachdem wie ausgefallen die Farbe ist, ein bisschen Aufpreis. Ne? Werden die bei euch in dem Werk lackiert oder ist das eine externe Lackiererei, wo die Dinge lackiert werden? In Graz. Geil. So, jetzt haben wir es aber, wir ziehen weiter. Also BMW ist auf jeden Fall noch ein Stand, die haben noch Budget, so würde ich es mal formulieren. Die bauen hier auf jeden Fall noch richtig was auf. Das wird wahrscheinlich doch... Das könnte den KW-Stand fast sogar noch toppen, da muss ich mich fast zurücknehmen. Also ich würde behaupten, ja. Ja, ist schon fast. Auch so mit dieser, ich sag jetzt mal vorsichtig, Lichtshow. Also die werden auf jeden Fall dauerhaft einen Techniker hier haben, der nur für Licht, Sound, Musik und so weiter zu sehen. Ich bin auch überrascht, wie leise es gerade noch ist, weil normalerweise läuft hier den ganzen Tag lang Lupe. Den M4 kennt er ja bestimmt, ne? Das ist tatsächlich der von Jean-Pierre. Ach so. Yeah. Oh. Was wollt ihr gerade sagen? Neuer M2. Was ist deine Meinung? Ich sehe es gerade das erste Mal live. Also, ganz viele fanden es ja Katastrophe. Ja. Ich persönlich finde es gut. Also ich komme da besser mit klar als mit der M4-Generation. Also ich finde die M4-Generation schlimmer. Weil hier haben wir jetzt ja schon mittlerweile wieder eine Front, die definitiv bullig und modern aussieht. Also weg von diesem riesen Doppelgrill in der Mitte, aber halt schöne Lufteinlässe.
Ich muss leider. Guck mal, wie weit die rausgezogen sind, ne? Ja. Finde ich schon krass. Breite Backen hinten. Komm, wir gucken noch einmal von hinten. Guck mal, wie weit der rausgezogen ist. Ja, okay, die Abgasanlage ist so absolut gar nicht meins. Das ist so ein bisschen Lexus LFA. Ja, ja, und die Stoßstange hinten ist auch nicht meins. So links, rechts, so weit rausgezogen. Auch mit diesem kleinen Spoiler hinten, auch von hinten, finde ich nicht so geil. Ich war auf den Bildern sehr abgeschreckt und dachte, das kann niemals gut sein. Ich finde es immer noch gewöhnungsbedürftig, aber schon mal beruhigend, dass es in live besser ist. Aber auch spaciges Zeichen mittlerweile, ne? Also ich überlege früher einfach nur ein BMW-Zeichen mittlerweile hier. Ja. Okay, komm her, gehen wir mal weiter. Das Auto lebt tatsächlich immer noch, beziehungsweise die Autos, Red Bull Drift Brothers. Da könnt ihr euch drauf freuen. Die ganzen Autos werden jetzt das erste Mal, kommt der Motor raus, zerlegt. Das würden wir gerne begleiten. Das heißt, wir fahren zu den Brüdern hin und werden mit dabei sein, wenn die Technik zerlegt wird. Weil ich selber bin wirklich gespannt, wie dieser originale Motor nach den ganzen Drift-Sessions jetzt aussieht. Ja, Recaro, falls ihr das am Freitag nicht gesehen habt, waren wir ja bei der Präsentation dabei. Ganz neu jetzt auf dem Markt ist... Achso, nee. Den hier habe ich jetzt hier in der Limo. Podium, Carbon. Pass auf, ich nehme mal die Kamera. Nico, setz du dich mal rein. Bequem. Geht, oder? Ist bequem, ja. Das jeder denkt immer, er ist unbequem, aber er ist übelst bequem, der Sitz eigentlich. Also rein optisch wäre es mir schon wert. Vertauschte Rollen oder was? Aber gleich den passenden. Moin, Uli. Alles gut? Nee, ich musste Nico nur unbedingt einmal hier reinsitzen lassen. Ja. Weil ich finde beim Podium nach wie vor, man sieht den Sitz und man glaubt einfach nicht dran, wie bequem er ist, bis man einmal drin gesessen hat. Da hat gerade eben noch wieder einer gesagt, dass er das, er würde es nicht glauben. Also. Nee, ist wirklich, was das angeht, unglaublich. So, ganz neu auf dem Markt jetzt ist, das gleiche gibt es jetzt nicht nur in Carbon, sondern auch in Glasfaser. Ab wann kommt er auf den Markt? Ab erstes Quartal nächsten Jahres. Wir sind jetzt dabei, den hochlaufen zu lassen. Der ist ja auch standardmäßig lackiert. Ne? Und wir bieten den in Schwarz an, könntest aber auch in anderen Farben, die du brauchst. Ne? Wagenfarben vielleicht. Wie ist das mit Lieferzeit auf den? Denkst du, da kommt es zu einem ähnlichen Stau wie bei den Carbon-Schalen? Oder ich ist denke das hier nicht. Gleich so vorgeplant, dass das passt? Nein, wir sind besser vorbereitet an der Stelle, ganz klar. Wir laufen jetzt erst hoch, bevor wir Bestellungen annehmen. Es ist ja nicht mehr der erste aus einer Podiumserie, sondern das sind die Themen, die wir hier beim Carbon-Faser hatten, ja schon gelöst. Ich war neulich im Werk und habe gesehen, wie die Podiums aktuell, was schafft ihr, 100 die Woche, im Monat? Viel aktuell, ne? Ja, im Moment, wir in Kirchheim produzieren könnten wir mehr, wir können aber Schalen, kriegen wir Carbon 50 in der Woche. 50 Wochen. Okay, das heißt, da geht es jetzt auf jeden Fall richtig voran. Du sagst Thema Wagenfarbe, das heißt, ich könnte den auch bei euch in einer anderen Farbe lackiert bestellen oder müsst ihr ihn selber lackieren? Ihr müsstest ihn im Moment selber lackieren. Wir haben da keine Lösung in Deutschland für. Wir würden auch zum externen Lackierer gehen. Richtig. Und dann ist eigentlich unverhältnismäßig teuer. Geil. Wie ist das mit Thema Zulassung, wenn ich den lackieren lassen würde? Ist egal? Es muss halt ein automotive-tauglicher Lack sein, der nur eine andere Farbe hat, aber die gleichen chemischen Zusammensetzungen wie dieser, dann ist das kein Problem. Soll ich dir sagen, wo ich den Sitz sehe? In weiß im Marius Golf. Weißt du, in dieser weißen Badewanne, in diesem weißen ja, Sitz drin, sehe ich. Wo du dann so, weißt du, so durchguckst und der Sitz geht in diesem weißen Auto komplett unter, weil da alles so geil weiß auslackiert ist, mit Käfig und alles in weiß. Und man hat dann noch aber diesen Polster weißen Sitz in schwarz. Ja, genau, Polster irgendwie, schwarz, genau. Alcantara, irgendwie sowas in Richtung. Ja, mega. Uli, vielen Dank, wir ziehen weiter, bevor es bis später. Wer definitiv immer größer wird von S-Motorshow zu S-Motorshow, Chromecast. So, ich sehe ihn gerade schon kommen, wir schnappen uns gleich mal. Er soll uns mal zeigen, was er so mit hat. Du musst ja wenigstens mal guten Tag sagen. Nee, ich habe dich schon alles gut? Da hinten und ich wollte gerade anlaufen, bevor du weggelaufen. Guten Tag. So, du musst ein bisschen lauter reden, aber das kannst du ja, ne? Klar, kann ich. Sehen. Hallo. So, der Verantwortliche von Chromecast, der für die ganzen Autos hier zuständig ist und für den Messeauftritt. Jo. Erzähl mal, was geht? Sehe ich das richtig? Ihr seid da hinten und wir sind dreimal vertreten. Dreimal? Dreimal, ich habe genau. Gerade gesagt, ihr werdet schon größer von Jahr zu Jahr immer. Das ist so, genau. Hier hinten, wie man sieht, unser schöner Chromecast-LKW mit ein paar speziellen Rennautos davor. So zwei echte James-Hunt-Formel-1-Autos, Porsche 935 K3 und so.
das ist so unser Track-Day-Thema, sage ich mal. Dann die Sondershow natürlich, alles was John Player Special ist. Mhm. Kennst du ja mittlerweile auch, du warst ja schon bei uns. Ja, und fehlt nur, dass ich gefahren bin. Ja, aber da reden wir ja noch drüber. Jetzt ist ja erstmal Weihnachten, ne? Ja, und jetzt hier so ein bisschen Skyline und GTR. Also Skyline GTR und GTR. Krass. Wie viele Autos habt ihr so generell im Bestand aktuell? Im Bestand? Also bei uns grob mit all den ganzen Rennfahrzeugen und allem, was noch so weltweit so rumsteht, grob 250 im Bestand. Eher aktuell mehr werden oder weniger werden? Also ist es aktuell eine Zeit, wo man zukauft? Wir verkaufen ja auch. Wir verkaufen ja auch. Also es ist ja nicht nur Sammlung. Ne? Wir sind ja in erster Linie Handel. Mhm. So, und also das ist ständig schwankend, sagen wir jetzt, so. Mal mehr, mal weniger. Jetzt so in dem letzten halben Jahr bis Jahr, wo das mit Zinsen hochgegangen ist und jeder sich mit Inflation und so weiter nicht sicher ist, ist das für den Handel eher gut oder wird es eher schwieriger? Voll gut. Also es ist tatsächlich so, dass die Leute Autos kaufen, Im Moment bei uns zumindest, Gott sei Dank, ist es noch immer so. Ne? Also Corona-Zeit hat uns total in die Karten gespielt als Händler, so, weil jeder wollte irgendwie seine Pinunsen loswerden und auch sichern vor allem. Und naja, nicht immer Betongold, dann auch mal Automobil. Also wie gesagt, die Zeit war für uns tatsächlich sehr gut, muss man sagen, und ist im Moment immer noch so, weitestgehend. Diese Autos, werden die meistens in Deutschland gehandelt oder ausländisch? Du, bei uns, weil wir ja nicht nur eine Sparte bedienen, ist das komplett, also das ist global. Überall. Kommt halt immer aufs Auto an. So, das ist komplett gut. Ja. So, ich sehe hier auf jeden Fall R32. 33. 34. Genau. In Flipflop, also gab es das Original? Ja, du kennst uns ja mittlerweile. Wenn wir irgendwas zusammenstellen, dann muss es Sinn machen und irgendwie eine Sammlung ergeben, so ein bisschen. Das ist die Farbe Midnight Purple. So, also allseits bekannt. Die gab es im Original? Ja, alle drei. Darum geht es halt eben. Ach, tatsächlich. Ja, darum geht es. Ich bin wirklich in diesem Japan-Thema so weit raus. Also, dass beim zweiten Hingucken 33er ist, dass jemand hinkommt. Ja. Aber dass es die Farbe Original gibt. Absolut. Und das, so macht sie, und das macht sie einfach eben so, so wertvoll und so begehrenswert. Und auch. Das kann jemals jemand nachlackieren oder ist das so? Das kann man, aber du bekommst halt ärgerlicherweise, wir sind jetzt mittendrin in dem Thema, du bekommst halt diese Partikel nicht mehr. Mhm. Oder nur über irgendwelche komischen Kanäle, wo wir alle nicht so richtig mit zu tun haben wollen. Aber wenn es dann bekommst, auch für richtig, richtig viel Geld. Und den gab es original dann auch als Nismo in der gleichen Farbe? Genau, also ja, was heißt original? Also klar, ich habe Nismo. Also was wir jetzt hier haben, das ist ein, man muss so ein bisschen in der Kette anfangen. Also das Besondere hier an dem Auto, R33 in Midnight Purple. Also nicht nur in Anführungsstrichen GTRs. Der ist weitestgehend im Originalzustand, was man total selten... Für die Nicht-Japan-Kenner, was heißt V-Spec? Das ist also GTI plus, also Golf GTI plus noch eine Ausstattungsvariante. Okay. Mhm. So, das also, gibt es nicht so vergleichbar bei uns. So. Also so wie nochmal ein Competition und Top so. Genau, ne? Sowas. Mhm. Exakt. Und dann gibt es ja nochmal V-Spec 2, dann gibt es V-Spec 2 Nürburgring Edition und bla 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 bla. Also, aber diese gab es eben tatsächlich nur als normale GTRs oder als V-Spec. Bei dem das gleiche und den so im Original hier rumgebastelt an den Autos, dann ist er Midnight Purple und alles original. Das macht ihn total besonders. Hier, das nennt sich Midnight Purple und dann in diesem Jahrgang Midnight Purple 2. Ist also von Farbtönen her ein bisschen anders. Das ist ein V-Spec GTR von 98. Das Besondere bei dem Auto, also nicht nur, dass die Fahrgestellnummer sagt, das ist ein originaler GTR, original V-Spec, original Midnight Purple. Dieses Auto ist so besonders und besonders gefragt, dass dieser auch in die USA dürfte, auf legale Art und Weise. Dieser zum Beispiel nicht, gerade. Es gibt so ein Show-and-Display-Programm für die, weil mittlerweile große Sammler und Investoren auch in den USA auf die Idee gekommen sind, das macht schon Sinn, so ein Auto zu kaufen. Das heißt, R34 GTR gab es in Amerika gar nicht? Nein, null. Und wird's auch jetzt erstmal, bis sie dann, wenn sie 25 werden, alles gut. Ach, so, aber dann, vorher nicht. Dann ist das genauso wie zum Beispiel RS4 B5, die durften ja auch nie nach Amerika. Exakter Mundo. Ne? Ah, das wusste ich auch nicht. Ich hätte gedacht, das ist auch eine Riesenszene in Amerika. Ist eine Megaszene, aber alles halt halblegal. Also keiner fährt mit... Waren alle auf kleinsten Motor rum, laut hier. Ja, oder in einem anderen Bundesstaat. Es gibt manche Bundesstaaten, da kannst du sowas mal zulassen. Aber es ist alles so halblegal. So, also so richtig offiziell so ein Auto einfach reinbringen ins Land und nach dorthin verkaufen und dort kaufen, ist halt im Moment nicht möglich. Es sei denn, du hast sowas. Thema Wert. Was schätzt du, was ist sowas wert?
Also hier selbst R33 im Original, weil er Original ist, V-Spec, Midnight Purple, geht schon auch gen 100 jetzt, so ein Auto. Wir sind da noch ein bisschen drunter, wird noch mit Sicherheit was passieren, ich vertraue in das Auto, aber ja. Das wird ja hier schon weit über 100 sein. Da sind wir schon bei 500. Ja. 500? Ja. Und dadurch, dass das ein CRS ist, also Clubman Race Spec, das heißt also ein Auto, was bei Nismo in der Omori Factory nochmal modernisiert wurde, weiterentwickelt und. Hier sind wir schon so grob bei Marktwerten um die 700. Ernsthaft? Wird in den Staaten tatsächlich auch verkauft. Ja, ja. Das ist jetzt schon mittlerweile echt kein Scheiß mehr. Weil, so. Man muss jetzt ja auch immer mal sagen, 700 sind dann ja auch irgendwann Preise. Also mal sehen, was, also, mal sehen, was passiert. 100 ist richtig Geld, ja, aber 700 ist ja richtig, ja, richtig Geld. Richtig, so, ne? Da geht es aber auch wie mit allen Klassikern immer Dokumentation, Authentizität, was ist an Nismo dabei, war das Auto bei Nismo in der Factory und das sind alles so der absolute Oberbruch. Also ich finde es total geil, macht mega Spaß, interessiert mich, aber es ist de facto wirklich so. Wie wird so ein Auto, aber ich sag mal, in der Heimat, in Japan behandelt? Sind die da auch so teuer? Also es ist immer noch so ein bisschen... Oder ist da der Markt eher tiefer? Eher tiefer tendenziell, ja. Aber das heißt nicht, dass sie nicht wissen, was wert ist. So, und dementsprechend natürlich auch verkaufen. Also jetzt mal eben, ach, holen wir das jetzt einfach aus Japan, da ist es ja viel billiger. Die Zeiten sind leider, leider vorbei. Wenn man Glück hat und man hat noch irgendwie ein paar Leute da oder man ist selber vor Ort, man findet, das ist aber wie hier auch. Also du kannst Glück haben oder auch, aber ich sag mal, die breite Masse weiß, was was kostet. Ich würde sagen, wir gehen mal weiter, wenn du Zeit hast, zu eurer Sonne. Ja, los, ja, ja, klar, logisch. So, wenn du dann einfach denkst, es kann nicht noch krasser kommen, 250 Autos im Bestand. Wir waren ja eben gerade schon bei 700.000 Euro. Ganz normale Zahlen. Guck mal so auf diesen Anblick. Ne? Ja, und das ist wirklich schon... Das ist ja ist noch so, was anderes. So. Man könnte jetzt hier so wirklich zu jedem einzelnen Auto stundenlang philosophieren. Ne? Deswegen würde ich... Magst du es mal durchgehen? Oder was magst du machen? Nee, wir gucken einfach mal so Turbo hier, das ist doch dein Thema. Da waren wir ja beim letzten Mal stehen geblieben. Ja. Als wir das letzte Mal... Da hattet ihr mit der Turbo-Sache gerade erst angefangen, oder wie war das? Ne? Genau, das Problem ist halt, also wir sammeln sowas natürlich auch, aber jetzt nicht, um es nur einfach zu haben und hinzustellen. Wir fahren es ja auch eben. Problem ist hier aber, dass es im historischen Motorsport noch keine Serie gibt für Turbo-Generationen. Formel 1. So, und da müssen wir mal schauen, wie wir das irgendwie in Zukunft, weil die machen einfach auch irrsinnig Spaß. Letztes Mal war bei Britec, war ja ausgebaut. Turbomotor. Ja. Ist das so einer wie hier jetzt? Exakt, ja, Renault 6-Zylinder Turbo. 1,6 Liter. Dürfen wir hier rüber? Ja, 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 mach ruhig. Wenn so ein bisschen hier Ladedruck nachgelegt werden muss, ging das so am schnellsten. Ja, 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 absolut. Immer so rund, ja, je nachdem, 1000 bis 1200 Pferdchen und ja. Echt, sind die 1000? Ja, 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 das ist wirklich brutal. Und das macht es auch jetzt so schwierig gerade. Überleg mal, film mir mal so rein. Du sitzt in diesem Cockpit mit dem Ganghebel. Boah, echt verrückt. Wie viel wiegt das Auto? Bitte? Wie viel wiegt das Auto? Ich würde mal so sagen, irgendwo zwischen 500, 550, sowas. Echt so leicht? Ja. 600 Kilo. Wie gesagt, also bei denen ist es so grob hier. Bei denen weiß ich gar nicht ganz genau, aber ich würde es jetzt mal gemessen an den anderen so schätzen. Das ist Irrsinn. Wie war das damals? Das war ja leider noch so vor meiner Zeit. Wurde da viel kaputt gefahren? Also gegenüber heute? Immer. War immer alles Schrott eigentlich? Ja, na klar. Weil ich finde, heutzutage wird ja relativ wenig Schrott gefahren, ne? Ja, das stimmt. Und da kann ich mir auch so vorstellen, boah, aber das ist echt, Alter. Ja, und hier ist halt das Thema so, na klar, es gibt viele, viele private Menschen, die sowas besitzen und auch gerne fahren würden und auch fahren könnten, also einsetzen, Thema Geld, aber halt natürlich keine professionellen Rennfahrer sind, deswegen Sachen, die historischen Veranstalter sagen, ah, das ist uns bei den Autos echt noch, also ich meine, du kannst dich damit auch totfahren, macht gar keinen, aber ich sag mal, die Quote ist hier wesentlich höher. Thema Turboloch bei diesen alten Dingern, da musst du ja vor der Kurve wissen, was du nach der Kurve machst und das, ja. Vor allen Dingen auch, wie, ich finde es immer beeindruckend, wie wenig an so einem Auto dran war damals. Ja, ne? Ja. Das ist ja wirklich, da sind ja nicht noch 1 Million Flaps links, rechts und so weiter. War wahrscheinlich auch A, Reglementfrage, als auch sich so keiner Gedanken darüber gemacht, weil die haben einfach ein bisschen Leistung nachgelegt. Definitiv, ja, ja. Aber geil. Genau. Alleine so dieser Spoiler. Viele, ja. Einfach mal vier Dinger übereinander gesetzt. Krass.
Aber auch für die Turbo-Dinger habt ihr alles an Ersatzteil. Also wenn da jetzt ein Wasserkühler kaputt geht und Ja. Das heißt, da müsst ihr ja wirklich dauerhaft am Suchen sein. Es wird ja auch viel gefertigt. Ne? Also war es ja da, es wird wirklich sehr viel auch in-house produziert, was es eben nicht gibt. So. Ne? Also von daher, ja. Ja, da müssen wir auf jeden Fall einmal dabei sein, wenn das Ding mal läuft. Wir auch, wir haben es nämlich noch nicht gemacht. Ah, okay. So, weil, wie gesagt, es war noch kein Grund, das zu machen. Weil, wie gesagt, wir machen das nicht einfach nur, um zu sammeln, sondern auch zu fahren. Und hier gab es einfach keine Möglichkeit zu fahren, deswegen. Ich könnte mir vorstellen, dass sie klangtechnisch sogar leiser sind als die Sauber. Definitiv. Ne? Sind ein bisschen leiser, ne? Das ist Turbo ja meistens immer. Dafür klingen sie dann, glaube ich, umso. 3,5 Liter, 8 Zylinder, hier Cosworth, das ist also im Formel 1 Bereich. Ich habe mal eine Frage. Ja. Was ist das? Ja, wollte ich gerade fragen. Das ist erstmal. Völlig. Ich sage ganz ehrlich, also wenn du sowas finden willst, das ist schwieriger zu finden als ein Formel 1 Auto, wenn du was kaufen willst. Also das ist Sinclair C5. Das ist ein elektrounterstützter Scooter. Also du hast Pedalerie, du kannst trampeln, machen, tun, alles irgendwie ergonomisch geformt. Du sitzt quasi da drin, setz dich mal da rein. Boah, wenn du sagst, das ist seltener zu finden als Formel 1, weil nein, das ist alles gut, wir benutzen. Das ist einfach nur, ich meine, das ist jetzt nicht wahnsinnig teuer, aber die gab es halt nicht so häufig. Und das sind so diese, ja, die heute Pitbikes sind. Also da sind die Fahrer früher dann in den Boxengassen mit rumgefahren. So, und konnte man, glaube ich, auch privat kaufen. Ich weiß gar nicht. Kann ich irgendwas kaputt machen? Nein, kannst du nicht kaputt machen. Wir donnern da auch mit durch die Gegend, gar kein Problem. Und du sitzt also tatsächlich so, ja, Pedalerie. So, wir müssen gleich einmal kurz. Wenn man dann einmal drin sitzt und unsere Fahrer fahren damit einmal um die Strecken meistens, so bevor die, für Spaß. Du hast also Bremse und hast dann irgendwie auf der linken Seite den Motor, den du zuschalten kannst und hast halt die Pedalerie unterstützt, wie beim E-Bike. Aber die sind natürlich damals alle abhandengekommen, weggeschmissen worden. Und es gab nicht so viele, ja. Weggeschmissen hat niemanden interessiert und so und ja. Ja, ist genehmigt. Ich bin der Besitzer. Okay, danke. Ja, alles gut. Alles perfekt. Okay, das heißt, was ist sowas wert? Kann man nicht beziffern. Wenn du sowas findest, dann musst du da schon so 5, 6, 7.000. Das Besondere daran ist, also wirklich, weil du findest sie nicht. So, darum geht es einfach. Welches Baujahr ist das ungefähr? Boah, da fragst du. Bleib noch mal kurz sitzen, bitte. Definitiv. Also ich würde sagen, irgendwie 85 bis 89. Also in den 90ern hat es sowas nicht mehr gegeben. Genau mein Geburtsjahr, 86 ist der. Ja, ach, du bist ja so jung, stimmt. 86, ja. Geil. Ja, aber witzig, Sinclair C5. Aber den habt ihr jetzt so foliert, da war nicht auch noch zufällig. Nein. Normalerweise gab es die eigentlich meistens in weiß. Wir haben natürlich schwarz lackiert dann mit dem John Players Bild. Das ist also Marco Werners Exemplar und da hinten Nick Patmore für uns. Zwei Fahrer, es gibt zwei davon. Und das einfach auch noch mal Gimmick. Ja, das ist ein Gimmick, weil ich meine, das kennen wir alle aus dem Italienurlaub noch irgendwie. Und das ist aber ein offizielles John Player Special gebrandetes Spielzeug gewesen. Darum geht's halt. Ja, original also, so. Krass. Ja, original ist auch einfach nicht mehr zu finden. Aber das ist ein Lückenfüller. Das Ding sieht ja auch fies aus, ne? Wenn man so von vorne jetzt gerade drauf guckt. Das kommt jetzt in der nächsten Frage. Aber wir werden uns jetzt auch ein bisschen mehr auf die anderen Sachen fokussieren, wie zum Beispiel IMSA Trans Am. Da gibt es auch eine Rennserie für? Gibt es auch eine Rennserie. Echt eine historische? Ja, gibt es. Dann, wir haben jetzt noch dazu, leider nicht hier, kommt auch BMW E21 Gruppe 5 Turbo. Auch original John Player Special, einer von 5 Lightweight Autos. Sowas möchten wir jetzt gerne mal. Das war letztes Jahr und jetzt. Weil aktuell wird ja diese Sammlung eher mehr als weniger, habe ich das Gefühl. Genau, ja, ja. Das heißt, die Fahrzeuge stehen aber theoretisch auch zum Verkauf alle? Genau, der große Plan ist das, am Ende mal die ganze Sammlung zusammen. Ja. Ist echt so, dass es dann wirklich irgendwie liquide Käufer gibt, die dann, weil es ist ja dann locker ein zweistelliger Millionenbetrag alles zusammen, ne? Ja. Der wirklich da sagt, finde ich geil, ich kaufe das. Also das ist der Plan. 50 ist auch so ein bisschen, Millionen, ja, alles zusammen. Genau, ist ja auch so ein bisschen auch im normalen Handel so unsere Philosophie. Also wir kaufen ja nur das ein, was uns gefällt auch. Und was wir auch, wo wir auch total hinterstehen, wo wir Bock drauf haben. Kaufen es, haben Spaß damit, nutzen es dann auch marketingmäßig, um es dann entsprechend zu verkaufen. So, und das ist hier das Gleiche, nur mit einer ganz anderen Leidenschaft noch dahinter. Aber bei dem Auto, ich glaube, das ist noch was für deine Leute. Wahrscheinlich eines der berühmtesten Autos, weil nie Rennen gefahren. Weil nie Rennen gefahren heißt, nur Qualifying gefahren, weil es so kompetitiv war in der Zeit, dass es disqualifiziert wurde, und zwar, weil es ein Doppelchassis-Auto ist quasi. Ah doch, hatten wir thematisiert. Also hier ist einfach zu der Zeit, als das Ding rauskam, hat Colin Chapman, das ist der große Dynamik-Virtuos gewesen,
ne, und hat sich hier einfach was einfallen lassen, dass ab 60 Stundenkilometer oder 80 grob, also sehr langsam für ein Formel 1, dass sich das komplette Bodywork quasi absenkt. Sowohl vorne als auch hinten. Ah, krass, und das hat so viel gebracht, dass gleich gesagt wurde, nee, das Ding darf nicht fahren. Da gab es jetzt, nagel mich nicht genau auf die Zeiten fest, aber irgendwie so exorbitant 2 Sekunden oder 3 Sekunden auf andere und dann, nee. 2, 3 Sekunden, was halt einfach Welten sind. Ja, 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 ja. Aber gefällt mir, dass sich mein Wort exorbitant hier schon etabliert hat. Ja, ja, exorbitant, das ist klar. Geil. Mir fällt auch ein, ich muss euch immer noch mal besuchen kommen. Definitiv. Müssen wir eigentlich jetzt, wo das schlechte Wetter da ist, im Januar, Februar. Gerne, jederzeit. Weil ich bin echt gespannt, wie man 200, 250 Autos also lagert. Das steht ja alles noch so, ich sag mal, in der Motorsportabteilung, ja. Das ist ein bisschen getrennt voneinander, weil da wird aber auch noch was Schönes passieren in ganz naher Zukunft. Also für alle, die aus dem NRW-Bereich kommen, werden sich freuen. Aber es gibt natürlich auch noch Dinge, die im Ausland stehen, auch auf die wir noch warten. Aber so in Summe und dann in Restauration noch sehen. Und, aber es ist schon viel auch in der Zentrale. Vor allem, ich wette, da werden ganz viele Autos sein, die wir so gar nicht kennen. Ich habe hier auch noch was entdeckt. Das habe ich mal im Niki Lauda-Film gesehen. Das war irgendwie ein James Hunt-Motto, oder? Ja, ja. Breakfast for Champions. Achso, der Aufkleber. Genau. Junge, du bist ja richtig hier Rennsport gebildet. Ja. okay, jetzt gehen wir noch einmal da hinten gucken, weil wir den zweiten LKW. Ja. Den werde ich mir irgendwann nochmal ausleihen für ein Event, weil ich einen LKW-Führerschein habe. Porsche, Porsche, Porsche. Ja, und wenn du denkst, es kann nicht noch mehr kommen, kommt halt einfach noch mehr. Genau, also zu den Autos jetzt so richtig spezifisch kann ich jetzt nicht so viel sagen. Aber was es ist, weiß ich natürlich, aber ist auch schon verkauft an einen Kunden, also von daher. Kann man sagen, dass auch im Rennsport Porsche immer am beliebtesten ist, was Kaufen und Verkaufen ist? Oder nee, ist das im Rennsport nicht so? Weil bei gebrauchten Autos ist Porsche ja immer... Ist immer irgendwie dabei. Also nee wäre auch falsch, es kommt auf die Klasse an. Je nachdem, was du so machst. Ich sag mal, in der Klasse 935 K3 geht halt immer. So, was soll ich sagen? Alles, was so im Le Mans-Bereich, irgendwie Porsche 917 oder was auch immer, natürlich führend. Aber ich glaube nicht, dass es da unbedingt jetzt so eine Regel gibt, wie im normalen Handel auch, dass Porsche immer irgendwie mitspielt. So, das ist halt, wo du gerade Bock drauf hast. Ne? Wie wird so ein Auto gehandelt? 2+. Der sieht noch vom Zustand her erstaunlich gut aus. Ist ja einmal voll restauriert, ne? Ja, das ist halt so unsere Qualität quasi. Weil das Ding sieht ja echt aus wie neu. Ja. Und wird halt, ich meine, Rennautos müssen natürlich immer sauber sein. Ne? Werden auch immer so gehalten. Klar hast du dann die Schäden von der Strecke und Steinschlag und. Aber Rennautos sind halt immer sauber. Ich hab gerade bei mir beim Arbeiten noch vor der Messe überlegt, machst du sauber, lässt so, wie er halt von der Strecke runterkommt, ja. Weil ich mir sicher war. Ne? Aber wir haben dann auch sauber gemacht, weil ich krieg's auch nicht hin, das Auto da dreckig einfach stehen zu lassen. Wir können auch gerne reingehen, wenn ihr wollt. Ne? Ich finde bei den Autos immer beeindruckend von früher, wie klein die Räder einfach vom Durchmesser tatsächlich waren. Man würde niemals denken, dass das so fährt und schnell war. Ja. Also selbst bei dem Porsche ist es ja so, dass es vom Verhältnis her gegenüber heute wirklich klein ist. Und zwei Größen. Ja. Und wenn du dann, da gibt es ja diesen Tyrrell Six-Wheeler mit ganz kleinen Rädern. Vorne, also vorne 4 und hinten dann 2, dass das überhaupt schnell fahren kann. Aber es geht, wirklich. Ja, besondere hier, McLaren M26, beides originale James Hunt Autos. So. Und das Lustige hier an dieser, also da kann man mal sehen, wie. Also vor allem im Verhältnis wieder zu den vorderen, was das dann für ein Gerät ist. Ja. Originale James Hunt Autos, das macht sie natürlich noch wertvoller. Wie immer Geschichte halten, ja. Also nicht nur die Autos an sich und die Seltenheit, sondern eben auch welcher Fahrer und welche Siege und was auch immer. Aber wenn die großen Namen da draufstehen, ist es immer gleich. Welcher ist wertvoller? Das hier. Der kostet? Das mag ich nicht so, das weiß ich nicht, keine Ahnung. Aber also klingt weit siebenstellig. Also teuer. Teuer. Ist ja auch einsatzbereit? Ja, definitiv. Den wollt ihr auch fahren? Nein, also wie gesagt, diese Autos sind verkauft an einen Kunden. Ah, sind schon weg, okay. Ja, sind verkauft an einen Kunden. Ich wollte gerade mal eben kurz... Ich dachte, wir gehen in den LKW und fahren den. Weil Marlboro Livery war schon immer dein Favorite. Nein, aber hier jetzt total spannend. Also alle drei Autos gehören einem Kunden. Kommt aus den USA. Lässt die Autos aber hier und setzt sie halt hier. Also werden natürlich betreut von VTEC.
und lässt die Autos hier, setzt sie dann hier ein, weil die Rennstrecken einfach wesentlich interessanter und geiler sind. Was es so für krasse Typen gibt, ne? Kommen aus Amerika, kaufen sich drei und lassen die Autos einfach hier für einen zweistelligen Millionenbetrag, ne? Ja. Und sehen die wahrscheinlich einmal im Jahr. Mit Glück ja, über eine längere Periode dann, aber im Grunde ist es genau das, ja. Also ich würde mir sowas ja, hätte ich gerne zu Hause, wenn ich schon das Geld hätte. Ja, aber wer weiß, was solche Leute dann noch zu Hause haben. Haben sie, keine Sorge. Die werden da zu Hause. Weil hier geht es wirklich bei denen, und na klar, hat es einen Wert dadurch, was es ist, aber ihm war ganz, ganz wichtig, ich möchte Monaco historisch fahren. Und da wird natürlich auch nicht jedes Auto zugelassen, also es muss schon auch eine Geschichte haben, es muss in Monaco auch in Period gefahren sein und dann nimmst halt natürlich einen richtigen Kracher. So. Und dann aber das heißt, da bist du dann schon ganz oben in der Fahnenstange angekommen, wenn du so ein Auto davor holst. Absolut. Aber der fährt dann selber? Der fährt selber. Das macht's geil. Ja, der fährt selber. Ach. Er ist auch diesen Wagen, ich glaube in Spa, Franco, ich weiß gar nicht mehr, aber dieses Jahr, da habe ich ihn auch kennengelernt, ist er den Wagen selber auch gefahren und sehr kompetitiv. Also alles gut. Ich glaube, es war Spa, ich bin mir nicht sicher. Zieht euch das einfach mal rein, ne? Weißt du, heutzutage machen die meisten den Führerschein nur noch auf Automatik. Und damals war hier angesagt, so ein Ding mit der Schaltung fahren. Und jetzt gibt es Leute, die für x Millionen Euro so ein Auto kaufen und dann auch noch in Monaco, der schwierigsten Strecke, das Ding auch noch durchziehen. Genau, genau. Aber das ist eben eigentlich wirklich die Kunst, behaupte ich immer. Also ich bin selbst nicht in Competition gefahren oder so. Ich möchte auch nichts kaputt machen. So, dann handelt man lieber mit den Dingern. Aber weil da ist eigentlich die wirkliche Kunst. War das Jahrgangsvorschrift, ob jetzt profiliert oder slick? Nö, Regen. Achso, ist nur ein Regenreifen jetzt gerade. Ja. Nee, das ist nicht. Das heißt, die fahren die Kisten auch im Regen? Volle Pulle. Weil dann wird das ja so richtig gefährlich werden. Ja, natürlich. Also das ist wirklich, das, als ich vorher alleine noch nicht, auch wegen was gar nichts damit zu tun hatte, musste ich dann auch das erste Mal für mich, da sind diese millionenschweren Autos, die Typen, die da drin sind, können alle fahren, gar keine Frage, aber die machen das eben auch bei Regen. So. Ja, ja. Und in Monaco auch. Wir hatten, ich glaube 2017, da ist unser Marco Werner mal nicht für Kronkast, sondern für jemand anders gefahren, Regen in Monaco. Und dann in einem Ferrari 312 Niki Lauda. Supergeil. Ja, aber zum Thema Aerodynamik haben die sich damals schon echt gut gemacht, ne? Ja. Weil kein Mensch würde ja normalerweise auf die Idee kommen, hier gerade Kühler, so gerade Kühler hinzustellen, aber es wird ja funktioniert haben, ne? Ja. Auspuffgedöns sieht auch schön aus. Ja, einfach ein paar Rohre hinten raus, wenn ich. Geil. Ja. Okay, ich würde sagen, vielen, vielen Dank für die Vorstellung. Ich freue mich auf den Besuch bei euch. Ja. Ich würde auch sagen, das war's aus der Halle 3. Ich habe gesagt, das ist für mich immer so ein bisschen hier die Konzernhalle. So die hochwertigste Halle auf jeden Fall, was so auch den Messebau betrifft und so weiter. Ich denke, was Fahrzeuge angeht und Werte, werden wir das auf jeden Fall nicht mehr übertreffen hier auf der Messe. War geil, war mir wieder eine Ehre. Richtig was gelernt wieder heute. Jederzeit, gerne. Nächsten Video, keine Ahnung, mal gucken, aber für heute reicht es erstmal. Ciao.